Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video sprechen wir über die Nullstellenberechnung von diesen beiden gegebenen Funktionen. Ich kann vorwegnehmen, wir werden hier die Ausklammermethode anwenden. In dem langen Übersichtsvideo, in dem ich dir alles über diese Lösungsstrategie schon verraten habe, habe ich ja mit dir unter anderem darüber gesprochen, dass wenn du die Nullstellen von einer Funktion berechnen möchtest und diese Funktion am Ende keine reine Zahl hat, lässt sich eben genau diese Lösungsstrategie anwenden. Also wir sehen, diese Funktion hat am Ende nicht so etwas stehen wie so eine plus 1 oder eine minus 0,5. Also hier ist diese Lösungsstrategie tatsächlich anwendbar. Im ersten Schritt, und diese Schritte sind ja immer so aufgebaut, dass du die auf jede Funktion dieses Types, also eben auf jede Funktion, die keine reine Zahl am Ende hat, anwenden kannst, wenn denn deine Aufgabe, wie gesagt, darin besteht, die Nullstellen zu berechnen. Im ersten Schritt brauchen wir eine Gleichung gleich 0. Und dadurch, dass du weißt, dass man die Nullstellen ja immer mit f von x gleich 0 berechnet, können wir uns einfach diese Funktion schnappen und diese gleich 0 setzen. Also 2x hoch 3 plus 4x Quadrat gleich 0. Also beide Merkmale sind erfüllt, sodass wir diese Ausklammermethode jetzt anwenden können. Wir haben erstens eine Gleichung gleich 0 und die linke Seite hat keine reine Zahl am Ende. Jetzt, erster Schritt ist abgehakt. Wir kommen auch schon direkt zum zweiten Schritt. Hier kannst du nämlich die kleinste vorkommende Potenz ausklammern. Naja, die kleinste Potenz, eine Potenz ist immer sowas wie x hoch Zahl, ist natürlich x Quadrat, weil die 2 eine kleinere Zahl ist als die 3. Und genau das schreiben wir jetzt vor eine Klammer. Also x Quadrat, Klammer auf, irgendwann geht die Klammer wieder zu, Ergebnis ist gleich 0. Und ich glaube, die größte Herausforderung besteht jetzt darin, tatsächlich mal zu entscheiden, was gehört denn jetzt in die Klammer. Die erste Frage, die du hier zu stellen musst, ist, womit muss ich ein x Quadrat mal nehmen, um auf 2x hoch 3 zu kommen? Das sind 2x. Falls dir das Schwierigkeiten bereitet, mach gerne eine Nebenrechnung auf und schreib dir einmal das da drüber, also 2x hoch 3, aus. 2x hoch 3 steht doch für 2 mal x, mal x, mal x. Was klammern wir aus? X Quadrat, auch das schreiben wir einmal aus. Also x mal x. Und genau das, was du ausgeklammert hast, das streichst du jetzt oben weg. Also das haben wir ausgeklammert und das haben wir ausgeklammert. Was jetzt übrig bleibt, das kommt tatsächlich in die Klammer rein. Also 2x. Genauso, womit muss man ein x Quadrat mal nehmen, um auf 4x Quadrat zu kommen? Genau mit einer 4. Falls dir das auch Schwierigkeiten bereitet, schnapp dir 4x², schreib es wieder aus. Das ist ja 4 mal x mal x und streich jetzt durch das, was wir ausgeklammert haben. Also x und x. Und das, was übrig bleibt, das kommt jetzt in die Klammer hinein. Also genau wie ich gerade schon sagte, diese 4. Damit ist der zweite Schritt abgehakt, also das Ausklammern an sich. Doch du siehst, wir haben noch keine Nullstellen. Naja, die kriegen wir jetzt im dritten Schritt oder wir nähern uns diesem Ergebnis im dritten Schritt, indem wir den sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Klingt komisch, ist aber relativ einfach. Schnapp dir einfach den Ausdruck, der vor der Klammer ist, und setzt ihn gleich 0. Also hier einmal x² gleich 0. Und einmal den Ausdruck, der in der Klammer ist, und setzt es ebenfalls gleich 0. Also 2x plus 4 gleich 0. Dritter Schritt ist abgehakt. Und im vierten Schritt können wir jetzt diese neuen Gleichungen, wenn das denn möglich ist, lösen. Man hat eine Gleichung gelöst, wenn das x quasi alleine auf einer Seite steht. Dann sollte dir hier bei dieser ersten Gleichung auffallen, das ist nicht alleine, da ist nämlich noch ein Quadrat. Das heißt, dieses Quadrat, das müssen wir jetzt irgendwie wegkriegen. Und die Gegenrechnung zum Quadrieren ist das Wurzelziehen. Also ziehen wir jetzt hier die Wurzel. Die Wurzel und das Quadrat hebt sich weg, x bleibt übrig, genau das, was wir wollten. Und für die rechte Seite ziehen wir die Wurzel aus 0. Ja, die Wurzel aus 0 ist einfach 0. Das ist dann auch schon die erste Lösung. Übrigens ist es immer der Fall, wenn du die Nullstellen von einer Funktion mit Hilfe der Ausklammermethode berechnest, ist eine Nullstelle immer die 0. Zweite Gleichung. Wir wollen nach x umformen, also können wir jetzt hier diese positive 4 rüberbringen, indem wir diese Gleichung mit minus 4 verrechnen. 4 und minus 4 hebt sich für die linke Seite weg. 2x bleibt übrig. Und du weißt ja, wenn man bei einer Gleichung etwas verrechnet, dann immer auf beiden Seiten. Für rechts rechnen wir dann 0 minus 4, das ist minus 4. Ja, wir wollen weiter nach x auflösen, denn sobald das x quasi alleine dort steht, haben wir das Ganze ja gelöst. Also muss jetzt hier diese 2 mal weg. Und eine Malrechnung oder eine Multiplikation kriegt man weg, indem man das Ganze teilt, also dividiert. In dem Fall dann durch 2. Auch hier gilt wieder beide Seiten. Negativ durch positiv ist negativ. 4 durch 2 ist 2. Damit ist das die zweite Lösung. Und wir haben den vierten Schritt abgearbeitet. Das war das erste Beispiel. Schauen wir uns mal das zweite Beispiel an, in dem ich ja noch einen kleinen Kniff eingebaut habe. Auch hier gilt wieder, wir wollen ja die Nullstellen berechnen. Also erster Schritt, wir schnappen uns die Funktion, setzen sie gleich 0. Da das ja die Bedingung für Nullstellen ist, also x hoch 4 plus x hoch 3 gleich 0. Erster Schritt ist abgehakt. Übrigens hatte ich schon mal einen ganz
ja, ein eigenständiges Video dazu gedreht, warum man Nullstellen überhaupt so berechnet. Falls dich das interessiert, packe ich dir das auch auf jeden Fall, wenn du hier auf dieses i klickst, einfach mal als Link. Das kannst du dir dann gerne nach diesem Video einfach auch mal anschauen. Zweiter Schritt, kleinste Potenz wird ausgeklammert. Ja, diesmal ist die kleinste Potenz das x hoch 3. Also x hoch 3 einmal vor eine Klammer schreiben. Klammer auf, Klammer zu. Ergebnis ist immer noch gleich 0. Und jetzt geht es wieder darum, was gehört in diese Klammer hinein? Die erste Frage ist also, womit muss man x hoch 3 mal nehmen, um auf x hoch 4 zu kommen? Genau, mit einem x. Und nochmal der Hinweis, falls dir das zu schwer fällt, schreib dir einfach mal alles hin aus. X hoch 4 steht doch für x mal x mal x mal x. Was haben wir ausgeklammert? X hoch 3. Das ist ja x mal x mal x. Und das, was wir ausgeklammert haben, das streichst du jetzt oben durch. Daher mache ich jetzt mal das gleiche Zeichen in einen Pfeil, weil sonst wäre das mathematisch nicht korrekt. Also wir haben das ausgeklammert und das ausgeklammert. Wie du siehst, x bleibt übrig, genau das, was in diese Klammer gehört. Jetzt kommt zu einer kleinen Fehlerquelle. Womit muss ich ein x hoch 3 mal nehmen, um auf x hoch 3 zu kommen? Viele beenden jetzt die Rechnung und würden dann sozusagen behaupten, man muss das Ganze mit einer 0 mal nehmen. Das stimmt nicht. Denk immer dran, x hoch 3 ist eine Abkürzung für ein x hoch 3. Vielleicht hilft dir der Gedankengang schon dabei, um zu verstehen, dass man x hoch 3 mit 1 mal nehmen muss, um auf x hoch 3 zu kommen. Andernfalls, wir haben oben x hoch 3 stehen gehabt. Wir haben gesagt, das ist dasselbe wie 1 mal x hoch 3. Wenn wir das Ganze noch weiter ausschreiben würden, wären wir ja bei 1 mal x mal x mal x. Und das, was wir ausgeklammert haben, das streichen wir durch. Also das haben wir ausgeklammert, das haben wir ausgeklammert und das, wie du siehst, es bleibt genau diese 1 übrig und nicht eben eine 0 oder so. Zweiter Schritt ist abgehakt. Jetzt können wir auch schon den dritten Schritt realisieren. Faktoren wieder einzeln gleich 0, 0 setzen. Mathematisch ausgedrückt, Satz vom Nullprodukt oder Produkt-Null-Regel. Also einmal das, was vor der Klammer ist, gleich 0. Und einmal den Ausdruck, der in der Klammer ist, gleich 0. Dritter Schritt, abgehakt. Vierter Schritt. Jetzt wieder die Gleichung. Das ist ja immer meistens das Einfachste. Einzeln lösen. Hier, wir wollen es lösen. Also, wir wollen das x alleine stehen haben. Die hoch 3 muss weg. Eine hoch 3 kriegst du dann dementsprechend mit der dritten Wurzel weg. Ja, dritte Wurzel. Und hoch 3 hebt sich weg. X bleibt übrig. Und die dritte Wurzel aus 0 ist immer noch 0. Du kannst dir generell merken, jede Wurzel aus 0 ist immer 0. Das ist dann quasi auch schon die erste Lösung. Also die erste Nullstelle. Ja, hier habe ich gleich 0 vergessen. Zweite Gleichung ebenfalls auflösen nach x, also einmal mit minus 1 verrechnen. Dann sind wir hier bei der zweiten Lösung. 0 minus 1 ist nämlich minus 1. Und diese Funktion hat tatsächlich zwei Nullstellen, einmal bei 0 und einmal bei minus 1. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Und ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video geholfen hat. Ich würde mich wie immer über Folgendes freuen, da ich dieses Jahr unbedingt noch irgendwie die 30.000 erreichen wollen würde. Würde ich mich mega freuen, wenn du diesen Kanal, dieses Video irgendwie weiterempfehlen würdest. Schreib auch gerne mal einen Kommentar mit deinen Videowünschen, denn das sieht YouTube ganz gerne und hilft oder unterstützt mich bei meiner Arbeit. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.